Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Sachs und Dani von dieser Woche. Sie, Theater ist wieder ganz gross am Kommen und wir haben für die kommende Sendung drei Proben gestürmt, kann man sagen. Wir fangen jetzt gerade in Münchenstein an, wo wir an der Steinerschule sind. Bei mir ist der Dani Wermüller. Dani, was ist es für ein Theaterstück, das dir hier in der Steinerschule wieder aufs Parkett legt? Das heisst «Der Kreidekreis». Es ist vom Klabund, der heute leider fast vergessenen Autor vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Der ist nur 36 Jahre alt geworden. Vielleicht liegt es an dem, dass man ihn heute nicht mehr kennt. Es ist eine verspundene kleine Komödie, die sich auf eine uralte Urgeschichte der Menschheit eigentlich bezieht. Man kennt sie aus der Bibel, man kennt sie aus den chinesischen Überlieferungen. Es sind zwei Mütter, die um ein Kind streiten. Und am Schluss braucht es ein gerechtes Urteil, wer ist denn die wirkliche Mutter von diesem Kind. Jetzt, so etwas wäre natürlich auf dem Theater in 5 Minuten erzählt. Das Tolle an diesem Stück, denkt mir, ist, was für verspunnene kleine Geschichten daneben dran laufen, wo dann alle auf den grossen Moment von der Entscheidung hinleiten, wem gehört das Kind. Die Inszenierung, man sieht es im Hintergrund, ein bisschen, ist auch ein bisschen fulminant, ist sehr farbenfroh, tolle Kostüme. Gehen wir ein bisschen auf den Aufwand ein, den das braucht. Jetzt sind wir gerade vor dieser Hauptprobe und ich sehe, alle sind am Umrennen, letzte Schminksachen, letzte Nein-Geschichten, die noch nie gemacht sind. Wie plant man so etwas? Wie kann man das fassen? Da sind ja immer ein bisschen Komponenten drin, wo man dann nicht weiss, was gerade kommt. Also das grosse Geheimnis ist früh genug anfangen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dann halt wirklich seriös planen. Das heisst, sehr genau bestimmen, wie sehen die einzelnen Figuren aus. Auch überlegen, was muss man nähen, was bekommt man irgendjemand sonst her, wo kann man auf den Fundus von befreundeten Theatergruppen auch zurückgreifen, das können wir. Und dann auch beim Bauen natürlich mal überlegen, wie macht man es, damit man nicht Überraschungen erst auf der Bühne erlebt. Woher bekommt man das Material? Sehr genau budgetieren und dann auch ist das Stück auch immer ausprobieren. Die Sachen sind eine Sache auf dem Zeichnungsbrett und im Kopf, was man vorausmacht. Und ganz genau sehen, wie es dann wirkt, ob man immer erst im Theater liegt. Und da sind wir jetzt gerade da. Da gibt es ja noch das eine oder andere, wo wir umstellen, wo wir probieren. Wie sieht es so aus, wenn wir es wieder vorne, wieder hinten, wieder auseinander, wieder zusammen, näher zusammen haben und so weiter. Das ist dann der letzte Schliff. Noch ganz kurz etwas zum Team. Wer spielt mit? Das ist das Theater Münchenstein. Das ist jetzt die vierte Produktion von dieser Gruppe. Die Gruppe hat sich im sogenannten literarischen Theater verschrieben, spielt aber auf Mundart, aber halt wirklich tolle Vorlagen. Da werden jetzt keine Schwenk- oder Kriminalkomödie gespielt, sondern ernstzunehmende Literatur, aber auf eine Art, dass es sehr konsumabel soll sein für das Publikum. Darum sind es auch bis jetzt bei den ersten 4 Stücken dreimal wirklich Komödie gewesen. Also, ab an die Steinerschule auf Münchenstein. Wie heisst das Stück? Das Stück heisst «Der Kreidekreis» und ist vom Klabund.